Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, dem Pyrus. Wir werden jetzt ja auf die Jagd gehen. I told Dutch, I feel I should tell you. I saw some Combs boys riding around. Down here? What they want? I have no idea. They see you? I don't think so. Okay. Well, thanks for letting me know, Kieran. Mhm. Danke. Aber ich wollte erstmal auf die Jagd gehen. The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison, from which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Oh. Huh? Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Mount up then. Let's go. You know, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. Where the bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. Provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. It was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood, but I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Ja, ist aber auch schön, ne? Ist auch ein bisschen Story, ne? Also man kriegt noch ein bisschen Hintergrundstory. Finde ich eigentlich auch ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Over there. You see them all? Gott, ja, aber warte, da muss ich erstmal. Yo, incredible. Zack. Oder? Man nimmt dafür doch Pfeil und Bogen, oder? Da willst du was anderes. Achso, du steigst auf dem Pferd. Yeah, ich dachte. Wetten, dass ich für 2 Meter auf einem Pferd steigen muss, um dann wieder absteigen zu müssen? Ich wette mit euch. 2 Meter? Na gut, nicht ganz, okay. Warte, jetzt muss ich ihn absteigen. I'll keep him ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Geht doch nicht. Er will das haben. Gefangen! Gefangen da schon. Ja, gefangen! Das Kraut kann ich auch noch mitnehmen. Alright. Skin and butcher it. Take the horns too. It can all be used. Okay. Oh, das haben wir gemacht. Oh, das dauert aber ein bisschen, ne? Das, oh Gott, das zu häuten. Das ist viel, Alter. Boah, ist das. Boah, Ball. Sehr gut, sehr, sehr schön. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out. Echt, das ist schlecht. Das ist so schlecht. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. Okay. Also ich hätte auf den Kopf ziehen müssen, ne? Scheiße. Ach du Kacke. Look, bison, shot and left for dead. It looks like. Why would someone do that? I don't know, but I see tracks heading in this direction. I say we follow him. All right, lead the way. Been dead a couple of days at least. Okay. Ja, also die einfach nur zu ermorden, das sind nicht zu nutzen, das ist auch krass. They've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that.
Werden wir wohl nie erfahren, schätze ich. Look, another dead bison. On the hill to the right. Ah. Was? Bin jetzt schon froh, dass ich. Left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Das war der Bogenbräume. Nein, mir das ja. Endlich mal lieber mein schönes Reptilgewehr. Ja, das finde ich besser. Ja, das sieht so geil aus. Ich finde diese Kleidung echt nice. Die gefällt mir richtig gut. Sieht voll cool aus. Aber lass ich auch erstmal. Ein Kautabak. Ja, schon mal schon reintreten. Sehr gut. Dogs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Okay. Also, bin jetzt schon begeistert von dieser Nebenmission. Die ist echt cool. Voll, gell, Charles? This way. We should have a good view from up here. Okay. You see anything? Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Sag mal, guck mal, dass das dann wegsteckt, die Waffe. Bastards. Killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Ja, okay. Also, wir sind auch nicht wirklich besser. Ich meine, gut, wenn wir eine Bank ausrauben und schon auf uns schießen Polizisten. Warte, ich mach mal lieber Vollzauber. Nee, das mach ich nicht. R und. Jetzt müssen wir auf. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get... What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. Ganz ruhig. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. And make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please. Quatsch. All right. Now get out of here. Übertreib nicht. Don't shoot me, mister. I gotta fight. Ja, verpiss dich. And run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. Ja, was soll ich jetzt umbringen? Also, das sind jetzt ein bisschen übertrieben. Auch wenn ich jetzt von ihm ein bisschen verstehen kann, dass er ein bisschen schwüre. Habe ich da schönes gefunden? Er vergiftete Wurfmeister. Im Nahkampf mit Wildtieren wird der Jäger oft zum Gejagten, wenn das Tier nicht schnell genug besiegt ist. Ein Messer auf ein Tier zu werfen funktioniert zwar, kann aber zum Verlust eines guten Messers führen, wenn das Tier mit dem Messer im Leib flüchtet. Hiermit erlegen sie ihre Tiere in wenigen Sekunden. Benötigt Materialien, Wurfmesser und Ullen
Salbeipflanzenherstellung. Erstens, nehmen Sie ein Wurfmesser und tragen Sie vorsichtig den Roland der Salbei auf der Klinge auf. Zweitens, in der Tasche aufbewahren. Tipp für Naturburschen, wenn Sie tagelang kein Wasser finden, trinken Sie unter keinen Umständen Alkohol, Salzwasser, Urin oder Blut. Okay. Na gut, okay, haben wir durchgelesen, sehr schön, dann kommen wir weg. Ja gut, also ob man die jetzt umbringen müssen oder ihn auch hier. Da ist er jetzt ein bisschen sauer auf mich, aber also ich meine ermorden ist bringt ja gar nichts, bringt ihn das. Können wir jetzt aber auch, können wir die viele ermorden. Jetzt mit der Quest ist er nicht weiter oder ist es jetzt abgeschlossen? Hier wird eigentlich gar keine. Ich glaube, ich. Nein, mach uns weg. So. Gar nicht, wollen wir jetzt. Es wäre, glaube ich, schlauer, ne, das hier weiterzumachen, ne? Ich hätte aber gar keinen Bock drauf. Ihr habt drauf Bock. Worüber auch immer, ich finde diese Schulden. Oh. Na gut, haben wir Schulden eintragen. Ja, gut. Wir haben jetzt eine Folge schon gemacht, machen wir noch weiter. Weiß ja auch mal legen, ob wir es jetzt in den nächsten Folgen zu Ende bringen sollen, aber da bist jetzt du. Haben wir noch ein paar Schulden ein. Weit weg von uns? Nee, es geht eigentlich. Komm. Lass uns kurz machen, vielleicht kriegen wir dann auch die anderen Missionen da unter. Mal gucken. Ich meine, ich kann Charles verstehen, aber es bringt halt auch nichts. Was willst du den halt ermorden? Oder den abschlachten, ja, das bringt doch gar nichts. Das ist auch voll und das ist auch vollkommen bescheuert. Also wenn das jetzt was bringt oder so, mal sagen kann, hey. Warum habe ich das eigentlich? Das brauche ich doch gar nicht. Das ist sowieso schlecht, das Zeug. There we go. Das brauche ich nicht, kann ich weglassen. Da habe ich echt keinen Bock drauf, das mit mir rumzuschleppen. Die paar Kröten, die ich jetzt bekomme. Da kann jetzt, der kann jetzt immer noch mal richtig jagen mit dem Snipergewehr und das ist wirklich. Aber nicht, dass wir jetzt einfach hier irgendwelche Bison-Fell mit uns rumtragen, was scheiße ist. Weil der Aufwand. Das zu verkaufen ist nun wirklich, da muss ich jetzt nachher das hier raussuchen, wir müssen dahin reiten, ich muss das verkaufen. Der Aufwand würde ich machen, aber bringt nichts, wenn es halt ein paar Dollar mehr bringt. Also, dass ich aber locker in so einer Hauptmission doppelt und dreifach habe, ich habe jetzt auch nicht so nötig, das Geld. Und wenn ich es nötig hätte, würde ich es auch nicht machen. Ich würde dich den Bison nehmen, mal gucken und wirklich vor, das wirklich jagen und wirklich vielleicht nur auf den Kopf. Snipergewehr raus, Snipergewehr mal kaufen, können wir sowieso mal kaufen. Snipergewehr wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Als nächste Anschaffung. Und danach die Pistole. Wenn ich gerade darüber nachdenke. Also ja. Aber das bringt ja nichts. Es springt nichts, ne, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Weil es ja auch hier alles immer so lang dauert, wenn man was erreicht, ne? Also es hält sich auch nicht lange dauert. Naja, schon. Gegenüber jetzt, weiß ich, in Saints Row oder so dauert das hier schon länger, weil so da ja alles zu machen. Oh ne, ernsthaft jetzt, also. Die haben ja immer von der Hauptmission, ne? Yep.
Ja gut, dann verpiss ich mich wieder. Vielleicht spawnen die dann ja weg, wenn ich verpiss habe. Warte mal. Jetzt wieder, sind die jetzt weg oder sind sie immer noch da? Ja, dann wäre ja easy, dann könnte ich halt nur sagen, komm halt mal kurz zurück. Ne? Achso, und ja, achso, und sie läuft ja weg. Ah, okay. Ja, okay. Ja, das ist für eine Strafe. Ich meine, gut, dann musst du einmal im Kreis reiten, okay, aber. Ich dachte halt immer, dann sind sie echt. Ja, gut, okay. Was für eine Aggression! Oh, das ist doch aus wie ein Thomas. Kann ja mal hier klappen. Downs! You, whatever do you want? Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no, I'm... We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Also, ich muss ihn verprügeln. Also. Now, wouldn't paying up have been a little easier? Please, please, no. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Oh, yeah. Uns das Geld. Würden wir einen noch schaffen, ne? 19 Minuten. Jetzt. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, aber würden wir das eine Ding noch schaffen, oder? Na, ich werde da jetzt wünschen. Oh, oder? Nee, oder? Die haben schon 20 Minuten erreicht. Na gut, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Mission nur 3 lang ist. Warte. Ja, genau. Anbinden. Nein, anbinden. Anbinden. Hä? Bind das doch mal an. Mensch. Wie wird mir das jetzt nicht mal angezeigt? Jetzt wieder. Geht das nicht, also jetzt doch nicht. Na Gott, ist mir auch egal. So, jetzt habe ich das letzte Geld. Jetzt ist auch wieder alles gut, ne?
how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Ah, der Typ war fast tot, da gebe ich dir recht. Geht vielleicht andere. Ja, oh Gott, wie er die meisten schon schneller machen kann. Warte. Okay. Ja, halt, ob sie dafür. Ja, gut, okay. Aber ohne Witz, das meine ich halt, das mache ich halt nicht. Bin ich jetzt einen Brief angekommen? Okay. Ja, gut, den will ich mir dann mal in der nächsten Folge angucken. Also, morgen gucken wir uns diesen Brief an und ich bin sehr gespannt, wie weitergeht. Ich hoffe natürlich ja auch. Beim nächsten Mal geht's weiter, dann schaffen wir heute doch noch zwei Missionen. Und jetzt, dass das wird schneller geht. Na gut. Aber wir haben mal Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Und bis bald, euer Pyrus. Ciao.